Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Holocron. Es ist mal wieder ein Unboxing und mal wieder ein Street Fighter. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich das vorletzte sein zu dem Thema. Schauen wir einfach mal. Hier haben wir die gute Chun-Li. Alle, die Street Fighter 2 oder einen der unzähligen Nachfolger gespielt haben, werden die wahrscheinlich kennen, weil die ist schon, ich sage jetzt mal, von Anfang an dabei, aber eigentlich gab es ja noch Street Fighter 1, nur das kennt keine Sau. Deswegen hier Chun-Li, wie auch immer. England. Schauen wir mal rein. Achso, ich habe jetzt gar nicht hier die Verpackung gezeigt. So, aber jetzt, Gil. Dann stellen wir die Figur raus. Was jetzt hier schon wieder auffällt ist, wie bei Cammy, es gibt keine Basis, wo man die Figur draufstellen kann. Es gibt allerdings wieder, okay, alles klar. Ihr wisst jetzt natürlich genau, was ich gemeint habe, dachte ich mir. So, dann nehmen wir mal die gute Schere. Ihr seht, es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe dazugelernt. Da oben ist auch noch mit Tesafilm. Dann machen wir das auch mal noch. So, dann können wir das nämlich schön aufklappen. Und was haben wir hier alles drin? Da haben wir zum einen, okay, eine Basis haben wir hier irgendwie doch drin, aber nicht für die Figur. Sondern Chun-Li kann ja seit, ich glaube, Super Street Fighter war's. Auch ein Energieball verschießen. Und für den gibt es hier so eine Halterung, geht allerdings schwer drauf, oder ich bin einfach zu dumm. Ah, jetzt. So sieht das Ganze dann aus. Werde ich jetzt wahrscheinlich aber nicht brauchen, weil ich die Chun-Li gerne also nicht so zeigen würde, sondern in ihrer Siegerpose oder einer ihrer zwei Siegerposen. Gefällt mir persönlich besser, wenn es da auf dem Regal steht. You ready for this? Also, dann schauen wir doch mal und holen wir sie mal raus. Na. Also was schon auffällt, sie hat wirklich, wie auch im Spiel, sehr kräftige, stramme Beine. Also einen Tritt von ihr möchte ich nicht abbekommen. So, dann, was haben wir hier noch dabei? Zweimal Hände. Hin, damit ihr es noch seht. So, einmal hier Hand, nochmal Hand und auch ein alternativer Gesichtsausdruck, der natürlich aber eher dazu passt, dann wenn man praktisch hier sie einer kämpfenden Pose zeigt, weil hier mit dem offenen, schreienden Mund. Gefällt mir für die Siegerpose weniger gut und ich muss sagen, Chun-Li hat, also die Figur hier, hat auch ein sehr, sehr hübsches Gesicht, gefällt mir gut. Ist wieder super detailliert, wie immer die PlayArtsK-Figuren und
Ja. Dann schauen wir doch mal, ob ich die Pose so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Ich nehme noch mal hier das Bild zu Hilfe. Wie gesagt, das hier möchte ich. Dann schauen wir doch mal. Also, ich brauche hier die Faust, das passt. Auf der Seite nehmen wir die offene Hand. Am besten auch die zu der... Ja, genau. Wäre ja blöd, wenn man da zwei rechte Hände oder zwei linke Hände hätte. Das würde nicht nur mich verwirren, sondern wahrscheinlich auch alle anderen und sie vor allem. So, dann... Okay. Das hier so. Um Gottes Willen! Ah, so, genau. Ah, jetzt weiß ich, was nicht stimmt. Die Faust muss natürlich... Ihr merkt schon, ich bin gerade hochkonzentriert und laber für meine Verhältnisse relativ wenig. Falsche Richtung. Ah, so, okay. Ja, und da würde ich sagen, haben wir das auch geschafft. Ich habe natürlich nichts anderes erwartet bei meinen unglaublichen Skills. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Bei Anregungen oder Kritik schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr unbedingt unseren Kanal abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. I have no sympathy for you. Own up to what you've done.